Das ist Jöckler von Egidienberg, 2004 geboren, eine Tochter von Tier vom Rappenhof, dem bekannten Sohn von Tor von Sports. Und die Mutter ist Jara von Egidienberg, welche eine Tochter ist von Zotifrau Holum und der Jepper von Egidienberg. Jepper war eine, in den früheren Videos hat man häufiger Nachkommen gehabt von ihr, war eine der alten Zuchtstuten des Gestüts hier über viele, viele Jahre. Eine Japo von Santa Veria Tochter. Okay. Ist gut, alles klar, danke. So, die Jöckler, also eine Tiertochter, auf der einen Seite interessant und auf der anderen Seite ebenso interessant ist, dass die Mutter von ihr eine Soti-Tochter ist, Soti Frau Holum, dieser ich und Namen. Vater von Soti, Vater von Fauni ist. Gut. Alle wissen es, nur ich weiß es gerade im Moment nicht. Also, kann gar nicht wahr sein. Ich komme nicht drauf. Tut mir leid. Wenn ich den Zettel nicht in der Hand habe, bin ich aufgeschmissen. Nervt mich jetzt, dass ich nicht weiß. Egal, auf jeden Fall den Soti, den kenne ich sehr gut. Weil ich ihn selber mal besessen habe und auch viel trainiert habe, auch vorgestellt habe. Ein gigantisches Pferd, ein absolut gigantisches Pferd. Wer vielleicht dieses Video von mir kennt, 10 Wege zum besseren Tölt, da reite ich ganz am Anfang einen extrem impulsanten Schimmelhengst hier über die Passstrecke in Zeitlupe. Und das ist dieser Soti, der Vater ihrer Mutter. Und der Soti, meine Tier, ihr Vater ist ja auch kein kleiner gewesen, aber der Soti ist so ein ganz besonders starkes, stämmiges Pferd. Und das hat er auch ganz deutlich an sein Enkelkind oder seine Tochter und Enkelkind dann auch weitergegeben. Es kann sein, dass sie einen kleinen Moment braucht. Ah, kaum. Um locker zu werden. Das war bis vor kurzem noch immer so, dass sie nicht direkt locker angetreten ist, sondern boshaft formuliert erstmal eine Runde Schweinepass ging, bevor sie sauber wurde. Aber das ist eigentlich jetzt schon so ziemlich vorbei. Sag mal. So langsam wird sie lockerer. Ja, gut akzentuierte Bewegungen. Dann, wenn diese ersten paar Meter vorbei sind, eigentlich ein immer sehr guter Takt. Gerade mal eine Runde noch rechts drehen. Ich glaube, ein Pferd mit wirklich guten Anlagen. Oh, jetzt fängt sie ja langsam an. Ja, jetzt kommt sie von der Hand was weg. Sehr, sehr akzentuierter Tölt, so stampfende Bewegungen. Tempo ist noch nicht so sehr da, auf jeden Fall hier auf der Bahn nicht so abrufbar. Ich werde das mal so ein bisschen probieren. Also viel mehr als diese ganz ordentlichen Ansätze kann ich noch nicht an Tempo zeigen.
Aber da bin ich mir ganz sicher, bei der Bewegungsmechanik, dass das kein großes Problem wird und sie da in den nächsten ein, zwei Jahren noch deutlich zulegen kann. So wie wir jetzt auch hier sehen. Die kann es nicht halten, aber der Antritt ist deutlich. Also das kann auch innerhalb vom nächsten halben Jahr schon bei entsprechend intensivem Training ganz anders aussehen. Ebenso gute Bewegungen im Trab. Auch hier sehr kraftvoll und stark. Weiter ganz klarer, sauberer Trab. Okay, nehmen wir mit. War zwar nicht geplant, aber okay. So, gute, saubere, runde Galoppade. Ja, eine Studie, die in vielerlei Hinsicht interessant ist. Man sieht, sie ist auch nicht besonders schwer zu reiten. Man muss ja am Anfang so ein bisschen von der Hand weg reiten, aber jetzt kann ich auch hier einigermaßen so weiterreiten. Studie, die in verschiedener Hinsicht interessant ist. Einmal die sehr interessante Abstammung, dann das große, starke Gebäude, die große Menge an Tölt, der, wie gesagt, recht leicht herauszureiten ist. Man braucht nur den kleinen Moment am Anfang vielleicht abzuwarten, dann ist sie schon da, braucht da nichts Besonderes zu machen. Und dann natürlich auch nicht zuletzt das Kaliber von ihr, dass sie doch ein sehr großes und sehr starkes Pferd ist und so auch sehr gut als Gewichtsträger eingesetzt werden könnte.